weil die halt vorne auf der Seite gelahmt und gucke, was los ist. Und da haben wir heute Moderhinke, sprich der Fuß ist bakteriell im angefallen und die Bakterien fressen sich da rein in den Klau. Dann gibt es Löcher, das tut weh, logischerweise, und dann fängt man an mit Schone. Und wenn wir einen schneiden, dann schneiden wir gleich den anderen auch noch und kontrolliere sie. Ich wie Nagelschneide, also es tut nicht weh. Und die andere Schaf in der Zwischenzeit? Da passt der Hund drauf auf, sind ja noch im Zaun. Die guckt mir zu. Ja, die hofft, dass sie sowas nie kriegt. Genau. Wie haltest du jetzt das Schaf, dass das so ruhig ist? Es wird mit Beine gehalten, rechts und links. Und so unterstützt und so hingelegt, dass es bequem liegt. Dann liegt es auch lang. Aha. Und ruhig. Ist ähnlich wie mit Schafeschere, da wird es auch so ähnlich hingelegt, eigentlich gleich. Und da gibt es welche, die Schere richtig gut, bei denen kann man es lernen und dann eine Weile übel jeden Tag beim Ausschneiden und dann hat man das drauf. So. Ja. Ja, Franziska, was uns interessiert, warum bist du Schäferin geworden? Ich glaube, der Punkt, dass ich die Schafe wirklich mag. Ja. Also ich habe Schafe von meinem Vater übernommen und dann habe ich noch 160 Mutterschafe von meiner Ausbilderin bekommen. Die habe ich von der Oststraat mit runtergebracht und mit denen habe ich schon ein Jahr in der Ausbildung verbracht. Und jetzt sind das sozusagen meine Freunde, die die Herde zusammenhalten und die andere Quatschköpfe wegen beaufsichtige, dass sie immer schön brav mitkommen. Okay. Und unsere Hauptarbeitskräfte, die Hunde. Ist das für den Hund zum Nachmachen? Ja, genau, das ist für jeden ein Halsband. Ah, ja, ja. Genau, weil die tragen keine Halsbänder. Ja, ja. Aber der Tierarzt, der kommt ja dann immer gleich und sucht das Halsband und sagt, ja, der Hund hat kein Halsband. Ja, ja. Der muss so mitlaufen. Ja. Ja, wenn die irgendwo durchs Gebüsch durchschießt oder so und sich irgendwo hängt. Ja, ja. Ich laufe ja mit der Schafe weiter und ich sehe ja nicht immer, wo der Hund ist. Ja, klar. Und dann kriege ich nicht mit, wo jetzt sich der Hund irgendwo angehängt hätte. Ja. Und dann hängt mein Hund im Gebüsch. Hm. Ja. Was sind denn das für Hunderasse? Border Collie. Sind doch Border Collie. Ja. Ah ja. Der ist schon klein, gell, für das. Oder ist der ist gut klein, ja. Ist gut. Er noch jung? Ja, aber trotzdem größer wird sie nicht mehr. Ja? Ja. Ah. Oh, genau, in Karlsruhe gibt es doch diese blöde Rolltreppe. Und in der Ausbildung, also ich bin da immer hingefahren mit dem Zug, aha, mit dem Hund, und dann hast du da zwei Koffer. Ja. Und dann kommt die Rolltreppe und dann kann sie nicht fahren, weil sonst klemmt die Haare in die Rolltreppe rein. Und dann hast du Koffer und Rucksack und dann muss ich noch bücken den Hund holen. Nee, ja, nee, bleib stehen, der Hund kommt hoch. Ah, ja, ja. Gut. An diesem Tag hat die Schäferin Hilfe, ein Metzger. Lammfleischproduktion ist der Haupterwerbszweig bei der Wanderschäferei. Wollproduktion ist heutzutage praktisch nur noch ein Zuschussgeschäft. Whoop!
Wir haben jetzt Franziska schon mehrere Tage lang begleitet. Aber dieser Regen hat über 7 Stunden gedauert. Jetzt am Abend wird ein Platz für die Nacht gesucht. Vor dem Wolf hat die Schäferin den höheren Elektrozaun aufgestellt und kann nun etwas ruhiger nach Hause fahren. Am anderen Morgen hat der Regen endlich aufgehört. In der vergangenen Nacht ist wieder ein Lämpchen auf die Welt gekommen. Alles okay mit dem Neugeborenen. Es kommt auch vor, dass so ein Lämmle zum Aufpäppeln in den Stall muss. Genauso wie dieses Schaf hier, das krank geworden ist. Schon wieder sind wir unterwegs, hier im Gebiet des Hühnersedels, dem Hausberg von Freiamt. Genau, das ist unsere Schippe. Und ja, das besteht natürlich aus dem Stock. Da kann man sich genommen zum Anlehnen, wenn man den ganzen Tag dasteht oder öfters dasteht, zum wegen Entlasten. Dass man einfach wegen was hat zum Anlehnen, kann auch benutzen zum Rücken entlasten oder umgekehrt, um einfach hinterstütze. Mhm. Und dann haben wir hier noch, das ist die eigentliche Schippe. Und in diesem Winkel kann man den Hinterfuß vom Schaf einfangen. Ja. Genau, aha, hier in diesem Winkel. Das heißt, man geht hin und zieht da den Schaffuß rein. Genau, das geht noch und dann kann man zum Beispiel auch Nachgeburte vergraben, dass die nicht offen rumliegt. Mhm. Löcher grabe. So, alles, da geh weiter. Weiter! Schafe rausfangen, abstütze und Richtung gebe vom Hund kann man theoretisch noch. Also wenn die jetzt weit weg ist, kann ich dennoch durch den als verlängerte Arm sagen, geh da raus. Mhm. Genau, kann ich auch sagen, bleib weiter rechts, weiter links, je nachdem.
Und die Stärke ist jetzt von meinem Vater. Aha. Den hat er gehabt und hat er gemacht. Und meiner ist zu Hause, ja. Schafe sind Wiederkäuer und praktisch den ganzen Tag mit der Nahrungsaufnahme beschäftigt. Sie holen auch das letzte bisschen an Nährstoffen aus dem Futter raus. Sie bevorzugen Grashalme von einer Länge bis 15 cm. Dann ist es besonders nährstoffreich und es schmeckt ihnen auch. Ja genau, da drüben haben wir jetzt angefragt, ob wir auf den Acker dürfen. Da ist eine Winterbegrünung drauf gesät. Das heißt, die wird jetzt eh demnächst umgebrochen, weil sie nächstes Jahr Mais drauf sät. Und mit den Schafen ist das ganz geschickt, weil das wird eh umgebrochen und ein Schaf frisst dann das Grün. Und die Kacke bleibt liegen, wird sozusagen schneller umgesetzt und das wird gleichzeitig gedüngt. Von Schafen gepflegtes Grünland verhindert Bodenerosion durch Wind und Wasser, produziert Sauerstoff, entzieht der Atmosphäre CO2 und sorgt so für den immer wichtiger werdenden Klimaschutz. Es werden immer weniger Pflanzenschutzmittel benötigt, weil die Schafe durch den Verbiss in der Lage sind, unerwünschte Pflanzenarten zurückzudrängen. Der Schaftrieb kann als ein lebendes Biotopverbundsystem angesehen werden. An Fell, Klauen und im Kot reisen Samen, Sporen und Kleinlebewesen sozusagen per Anhalter mit. Und ganz wichtig, die Schafe tragen zur Offenhaltung der Landschaft bei, wovon in der Ferienregion des Schwarzwaldes zum Beispiel die Wanderer profitieren. Ja, wenn man jetzt hier bei den Schafen steht, dann ist man die ganze Zeit am Kontrollieren. Man guckt sich alle Schafe an. Jedes einzelne geht man durch und also man hat irgendwann einen recht überfliegenden Blick. Und ja, heutzutage kann man ja draußen, wenn man kurz mal Zeit hat und die Schafe tatsächlich alle stehen und fressen und die Hunde die Arbeit gut machen, dann kann man kurz heutzutage über das Handy einen Teil vom Büro machen, genau. Man guckt einfach, dass man die Medien heutzutage wegen einsetzt, hat man abends noch wegen mehr Feierabend. Schon wenn die Schafe fressen, dann ist gut, dann bleibt man so lang. Und irgendwann fangen die an mit unzufrieden werden, dann laufen sie umeinander, gucken, ob es noch was Besseres gibt. Und wenn man dann drüber guckt, dann sieht man, aha, so viel steht nicht mehr da und dann muss man natürlich weiterziehen. Hier ist die Hochburg oberhalb von Sechsau. Und da sehen wir den Hornbauernhof, wo die Franziska daheim ist. Ja, herzlich willkommen hier auf dem Balkon des Rathauses in Sechsau. Ich bin Michael Gobi, Bürgermeister der Gemeinde Sechsau seit 2001, also jetzt 20 Jahre. Franziska Rehm wurde bereits beim Jahresauftakt im Jahre 2019 von der Gemeinde als Landessiegerin im Berufswettkampf unserer grünen Berufe geehrt. Und wir sind als Gemeinde sehr froh, dass wir eine solche naturverbundene junge Unternehmerin im Ort haben, die den Betrieb, die Schäferei ihres Vaters weiterführt. Franziska Rehm ist jung, innovativ und hat sich einer nachhaltigen Landwirtschaft verschrieben. Und das unterstützen wir von unserer Seite natürlich sehr gerne.
Franziska Rehm war sofort bereit, bei unserem Projekt Bauernhof Kindergarten, das wir ganz neu initiiert haben, mitzumachen. Sie hat sofort ihren Hof, ihr landwirtschaftliches Anwesen und die Tiere zur Verfügung gestellt, um eine naturnahe Kindergartenbetreuung anbieten zu können. Hierfür gebührt ihr unser großer Dank. Ja, wir als Gemeinde wünschen unserer Jungunternehmerin und Schäferin Franziska Rehm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Wir sind uns allerdings auch bewusst, dass die Arbeit nicht einfach ist und haben größten Respekt vor ihrem Engagement. Die Gemeinde Sexau wird sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten gerne unterstützen. Hier ist die Schäferin dabei, ein Wiesenstück direkt beim Dorf einzuzäunen. Für die kleinere Herde mit den älteren Schafen. Die große Herde befindet sich auf einer Wiese bei Malek. Solange der Boden nicht gefroren ist, finden die Tiere auch im Schnee noch genügend Futter. Trockene Kälte bis minus 20 Grad können die Schafe gut aushalten. Durch das Lanolin, Wollfett, in ihrem Fell sind sie gut geschützt, da so die Kälte und Feuchtigkeit nicht bis auf die Haut durchdringt. Die Neugeborenen und die etwas schwächeren Lämmer dürfen im Anhänger des Autos fahren, da sie den weiten Fußmarsch über 6 Kilometer nach Sexau nicht durchhalten würden. Jetzt geht es los auf die Wanderung. Franziska an der Spitze und am Ende Christian, ihr Helfer. Zwischenstopp zur Vesperpause für die Schafe.
am späten Nachmittag Ankunft in Sexau auf der Wiese beim Brettenbach. Nun ist der Boden gefroren, sodass die Schafe nicht mehr ans Gras kommen. Deshalb muss Heu zugefüttert werden.